gleiche Aufwärmung. Also jetzt stellen wir uns auf den Boden, wir stehen ganz fest, Beine sind gestreckt, ja, und Kopf auf die rechte Seite, wieder links, noch einmal rechts und links. Jetzt machen wir ganzen Kreis nach rechts und noch einmal nach links. Einatmen und ausatmen. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Linke Hand hoch und auf die Seite beugen. Zurück. Noch einmal. Wir wiederholen es. Einmal und ein letztes Mal seitlich. Sehr gut. So, jetzt geben wir den Kopf nach unten und wir rollen ganz langsam nach unten. Versuchen wir, die Hände so weit wie möglich auf den Boden zu geben. Und wieder hoch. Und noch einmal. Kopf nach unten. Auf den Boden und auf. Sehr gut. Jetzt wärmen wir ein bisschen auf unsere Füße und die Gelenke unten, also durchstrecken auf die Halbspitze, wieder links. Sehr gut. Und noch einmal rechts und links. Knie ein bisschen beugen und wieder hoch. Noch einmal beugen und hoch. Drittes Mal und noch ein letztes Mal. Und einatmen und die Beine strecken ganz hoch nach vorne, rückwärts. Sehr gut. Locker lassen, Oberkörper ein bisschen nach rechts, links, rechts, links und ein bisschen shaky machen. Okay, wir geben die Beine zusammen. Jetzt machen wir durchstrecken Fuß und wieder auf die Halbspitze. Noch einmal, dass uns ein bisschen wärmer wird. Sehr gut. Okay, meine Damen, nicht vergessen, beim Tanzen ist ja sehr wichtig, so wie ich das immer wieder sage, Körperhaltung. Also wir wiederholen es, das heißt Bauch einziehen, da ist Tanzzentrum, nicht vergessen, Schultern nach unten, Kinn rauf, das Po zusammenziehen, versucht hier zu atmen, nicht Bauch atmen, sondern mit Lunge, noch einmal einziehen. In die Höhe ziehen, ganze Oberkörper, das Gefühl zu bekommen, wie wenn mich einer da hochzieht, ja? Rauf. Sehr gut. Okay, strecken die Beine. Strecken und locker lassen. Noch einmal. Strecken und locker lassen. Noch einmal. Wieder locker lassen. Strecken und locker lassen. Also, meine Damen, aufgewärmt sind wir schon und jetzt machen wir eine neue Tanzchoreografie. Wir werden die Choreografie langsam lernen. Also, wir stellen uns hin, wieder in erster Linie auf das dran zu denken, immer Bauch einziehen, das Zentrum zu halten, Schultern nach unten, dass wir einen langen Hals haben, Kinn rauf und wir versuchen nur ein bisschen Rhythmus zu fangen und zwar wir gehen in die Knie. Und ganz langsam Bewegung. Nur in den Knien. Kraft ist hier, ja? Nicht vergessen, Oberkörper nicht fallen lassen. Immer halten, ja? Immer eine Dame bleiben. Und jetzt versuchen wir mit dem Oberkörper rechts und links zu bewegen, ja? Rechts
links. Füße bleiben stehen, also Beine sind so wie vorher, immer in dieser Stellung. Nur den Oberkörper leicht von rechts auf links schwenken. Ja? Und ein bisschen Rhythmus. 5, 6, 7, 8. Und Knie. 3, 4, 6, 7, 8. Und rechts, links. 5, 6, 7, 8. Und ein. Gut, meine Damen. Jetzt geben wir wieder Gewicht auf den linken Bein und rechten stellen wir dazu. Oberkörper halten, Schultern, Kinn. Das werdet ihr sehr oft von mir hören, dass ihr ebenfalls immer auf das denkt. Gell? Jetzt machen wir ganz langsam. Schritt mit rechtem Fuß auf die Seite. Den linken ziehe ich und stelle ich ihm dazu. Ja? Jetzt wieder zurück. Links steigen und wieder und rechts steigen und wieder dazu und links steigen und Fuß dazu. Gut, also wir probieren das noch einmal. Anna, versuch, wir machen das vielleicht zusammen jetzt, okay? Wir geben die Knie zusammen ganz und machen ganz kleine Bewegung nach unten. Drei. Sehr gut. Und locker lassen. Dein Körper wirklich locker. Super. Und jetzt mit Oberkörper rechts. Hopp. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch einmal. Super. Nur die Musik hören und rechts. Du machst das sehr gut. Okay, und Fuß hinstellen. Wir warten. 5, 6, 7, 8. Rechts. Dazu. Links. Dazu. Sehr gut. Rechts. Probiert's, meine Damen. Es gelingt euch 100%. Sehr gut. Okay, wir lernen was weiter. Das heißt, erste Schritte haben wir schon geschafft. Also es war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt beginnen wir. Rechte Hand. 1, 2, 3, 4, Arme nach vorne, 5, 6, kreuzen, 7, 8, noch einmal, ganz langsam, rechter Arm nach hinten, 1, 2, 3, 4, kreuzen nach vorne, 5, 6, 7, 8, und noch einmal, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nicht vergessen, bitte wieder nicht hängen lassen, den Oberkörper halten. Ja? Immer in die Höhe ziehen. Da stehe ich fest, aber das ziehe ich in die Höhe. Ja, wir probieren es noch einmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Gut. Und jetzt von Anfang an. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Schritt 2. Ich mache das jetzt langsamer. 5, 6, 7, 8. Und Arm nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch einmal. Langsam, ohne Stress, ruhig bleiben, wir schaffen das. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schritt nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arm nach hinten. 1, 2, 3, 4, vorne kreuzen. 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Jetzt geben wir noch was dazu.
Und zwar, wenn sie jetzt die Arme also gekreuzt haben, jetzt haben wir sie geschlossen, ja. Jetzt machen wir mit der Hüfte. Gewicht ist auf dem linken Bein, ja. Also der ist nur leicht angelehnt am Boden, ja. Ich stehe nicht auf beiden, sondern eher da links, ja. Somit, dass ich diese Hüfte also frei bekommen kann, ja. Und zwar, wenn wir da stehen, Knie ist leicht gebeugt, wieder Oberkörper halten, bitte den Rücken, also nicht vergessen, nicht nachlassen, ja. Sind wir hier, jetzt machen wir mit der Hüfte 4 Bewegungen. 1 und wieder mit der Hüfte hinunter. Nur leicht drauf. 2 hinunter. 3. Ja, ich mache das jetzt ganz langsam. Natürlich wird es schneller dann, ja? Und 4. Jetzt probieren wir noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein bisschen schneller noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt einen Schritt nach vorne. Mit dem rechten Bein komme ich. 1 und linken dazu. 2, 3, 4. Schultern, die haben wir schon mal isoliert. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Macht es euch Spaß? Ich hoffe ja, dann noch einmal. Es geht weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nach rechts. Schritt dazu. Schritt dazu. Noch einen und den letzten. Jetzt. Knie sind gebeugt, beide. Ja, vorsichtig, stehe nicht gerade, sondern die Knie habe ich leicht gebeugt. Aber aufpassen, Oberkörper immer hochziehen. Immer in die Höhe, lange Hals, Zentrum halten, Rücken, Schulter und alles, was dazu gehört. Rechter Arm nach hinten und linken Arm nach hinten. Vorne kreuzen und schließen. Jetzt geben wir die Hände nach dem Kreuzen. Geben wir die Hände auf die Hüfte. Ja? Also wir wiederholen nochmal die Hände. Arm nach hinten, links nach hinten, vorne kreuzen, auf die Hüfte. Jetzt ganz langsame Bewegung mit Hüfte. Und zwar, da habe ich den ganzen Gewicht, ja, auf dem linken Bein, den kann ich erheben. Ja? Ich bin nur leicht angelehnt. Okay? Sehr gut. Anna, geht's? Geht's. Gut. Jetzt mit der Hüfte, ganz langsam, rauf und wieder hinunter. Noch einmal hoch, hinunter, hoch, hinunter. Das machen wir 4-mal. Okay, noch einmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt probieren wir das ein bisschen schneller zu machen. 1, 2, 3, 4. Probieren wir es noch einmal. Sicher geht's. Und 1, 2, 3, 4. Nicht vergessen, den Oberkörper zu halten. Okay, nach dieser Bewegung machen wir Schritt mit dem rechten Bein nach vorne, linken gebe ich dazu, auf die Halbspitze immer. Jetzt links steigen, rechten vorne und Schulter. 1, 2, 3, 4, das ist die Isolation, die haben wir schon gelernt. Und rechter Arm nach hinten, linken und Pause. So, und jetzt habe ich eine große Freude, weil jetzt machen wir die Tanzchoreografie in einem schnelleren Tempo. Da können wir wirklich ein bisschen Tanzbewegung zeigen. Ich hoffe, ihr merkt euch das und es macht euch Spaß. Bitte rufen Sie uns an
und kommen Sie in die Sendung, bewerben Sie sich, dass Sie bei uns als Gast kommen können, dass es Ihnen genauso viel Freude macht wie auch der Anker heute. Meine Damen, wir machen einfach weiter. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Hüfte, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sehr gut, bitte probieren wir es noch einmal und 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, und nochmal. 5, 6, 7, 8, und locker bleiben. 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, come on. 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und come on. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und noch einmal, meine Damen. Es macht Spaß. Es macht gar nichts, wenn ihr irgendwo einen Fehler macht. Wir wiederholen es, wir machen es noch einmal. Dafür sind wir ja da, dass wir das lernen. 1. Und wir machen das noch einmal. Und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Schultern. 5, 6, 7, 8. Also wenn Sie Lust haben, rufen Sie uns bitte an die unten angezeichnete Telefonnummer Ihres Landes und bewerben Sie sich. Bewerben Sie sich für den Gast oder für eine Privatstunde mit mir ohne Kameras. Genauso wie sich die Anna beworben hat. Wir haben das heute zusammen ganz schön geschafft. Wir machen es jetzt noch einmal. So, Anna, probieren wir. 1, 2, 5, 6, 7, 8 und rechts. 5, 6, 7, 8 und rechts. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 7, 8 und Hüfte. Vor. Schultern. 5, 6, 7, 8. Super. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dass es Ihnen genauso viel Spaß macht wie uns. Locker. Ganz locker lassen. Tanzen ist ja Freude. Spaß. Bitte keine Scheue. Traut's euch. Laufen Sie ans Telefon, rufen Sie uns an. Unten angezeichnete Telefonnummer Ihres Landes und bald sind Sie schon da bei mir und ich freue mich drauf. Und 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 1. 5, 6, 7, 8 und 1. 3, 4, 6, 7, 8 und 1. 3, 4, 6, 7, 8 und 1. 4, vor, rück und 5, 6, 7, 8. Also ich bin überzeugt, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr diesen schnellen Teil geschafft habt. Jetzt kommt der letzte Teil unserer Sendung und das ist Stretching, Relax. Also, liebe Tänzerinnen, bitte, wir setzen uns auf den Boden. So, Beine strecken wir nach vorne. Versucht sie vielleicht, wenn es möglich ist, die Ferse eben ein bisschen auswärts, ja? Deswegen gehen wir Tänzerinnen, Balletttänzerinnen immer so, weil das einfach für das Tanz wichtig ist. Versucht's, wenn es möglich ist, dann machen wir das so. Wenn nicht, lasst die Füße, also die Beine ganz gerade. Ist auch okay, ja? Aber bei mir geht's besser. Gut, jetzt wieder. Hände nach vor und an die Ferse angreifen, halten. Und jetzt versuchen wir, den rechten Fuß, rechte Bein, ja, ganze Bein, einfach zurückzuziehen. Und jetzt wechseln. Wieder linken, ein bisschen zurückziehen.
Ja, nach hinten. Ach so. Nach hinten und links nach hinten. Sehr gut. Jetzt Oberkörper ein bisschen rechts, links. Bitte aufpassen, nicht mit Kraft arbeiten. Flex. Wirklich locker lassen. Ausatmen. Es muss ein bisschen wehtun, es muss ein bisschen ziehen, aber nicht zu viel, nicht zu stark. Also wirklich kein Krampf. Noch einmal. Rechten zurück. Und links. Wir atmen aus. Wir sind relaxed. Arbeiten mit unserem Körper. Rechts. Links. Ganz langsam. Rechts. Links. Und wieder aufrollen. Sehr gut. Jetzt geben wir rechten Bein ein bisschen seitlich, linken da nach vorne. Oberkörper gerade halten, trotzdem relax bleiben und flex. Und wieder strecken. Flex. Und strecken. Jetzt ein bisschen zum rechten Bein. Ein bisschen ziehen, nicht mit Kraft, locker, relax. Sehr gut. Und wir wechseln die Beine. Super. Locker bleiben, nicht mit Kraft arbeiten, relax. Und strecken. Und flex. Noch einmal ganze Beine strecken. Und flex. Strecken. Oberkörper zu der Seite. Zum linken Bein. Arme auf den Bein. Und Oberkörper nach unten. Und wieder rauf. Sehr gut. Leider, liebe Tänzerinnen, ist es soweit. Ich muss mich von Ihnen verabschieden, genauso wie ich mich auch von Anna, unserem Gast, verabschiede. Anna, danke schön. Rufen Sie uns bitte an die unten angezeichnete Telefonnummer. Bewerben Sie sich als Gast für die Sendung oder für eine private Tanzstunde mit mir, ohne Kameras, ganz allein, du und ich. Ich sage für heute noch einmal Tschüss, eure Susi. Cook it in.